zurück, liebe Freunde, da sind wir wieder. Und ja, wir machen wieder den Start. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem, dass der Kollege hier wieder das Mähwerk ausklappt, immer wenn ich den Helfer einstelle. Ist auch interessant. So, wir haben gesagt, wir machen diesmal wieder die Gerste. Werden also auch hier mit der Gerste wieder anfangen. Und werden auch hier die Helfer jetzt wieder einstellen. Ihr seht, wir haben richtig viel, was wir hier jetzt starten können. Also das nenne ich mal wirklich Multitasking. Wir arbeiten jetzt hier mit insgesamt, wenn ich mich mitrechne und den Kipper, 5 Geräten auf einem Feld. Das ist natürlich massiv. So, und jetzt schauen wir als erstes mal, dass wir hier den Rest reinholen. Denn wir wollen ja jetzt in dieser Folge auf alle Fälle gucken, dass wir hier den, den Frontlader kaufen. Und den auch zur BGA runterbringen, weil das ist ein ganz schöner Weg. Das ist natürlich wieder einiges an Fahrzeit. So, jetzt muss ich aber auf alle Fälle ganz schnell mal da hoch zu dem Kollegen. Der ist nämlich schon bei 83%. Hab nämlich kein Interesse, dass der jetzt noch stehen bleibt. Ich möchte auch mich auch die Ernte schnellstmöglich fertig kriegen. So, das wird jetzt interessant. Am besten so hinstellen, dass wir beide gleichzeitig abtanken können. Irgendwie habe ich das mit der Lenkung jetzt noch nicht so ganz raus. Ah, ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es noch mit der Lenkung nicht so ganz raus. Warum auch immer. Bisschen zapplige Finger heute. Ah, na gut, zu spät. Bisschen nur das Rohr etwas verbogen. Aber der Mähdrescher wird sowieso bald verkauft. Da lohnt sich jetzt auch eine Reparatur nicht. Hauptsache, er bleibt noch funktionstüchtig. So, und ich würde schon fast sagen, wenn der hier auf dem Weg nach unten ist, wird das seine letzte Runde sein. Den Rest kann dann ein Mähdrescher abfertigen. Das sind ja dann sozusagen nur noch 2 Bahnen, dann ist das erledigt. Von wo kommt der? Obwohl, ich kann ihn ja noch ein Stück hochfahren lassen, oder? Nö. Ich werde den einfach dann da unten jetzt auf die Seite stellen. Gerade mal kurz, wo ist er? Da ist er. Ja, überfahr mich, mein Freund und Kupferstecher. Das ist ja wieder mal hier, ne? So, den fahren wir gleich auf die Seite, dass unser zweiter Mähdrescher nicht gestört wird, der da hinten ja schon im Anrollen ist. Deswegen auch hier schnell mit dem Trecker fort. Aber bei meinem Glück stehe ich jetzt trotzdem noch blöd. Deswegen leeren wir den jetzt hier mal schnell aus. Was mir auffällt, wir haben irgendwie jetzt nur noch rote Geräte. Deutz ist grün und, aber auch da hinten... Oh, dem müssen wir gleich mal ein bisschen Starthilfe geben. Der hängt wieder an unserem... Oh, er findet doch den Weg, tatsächlich. Aber wo fährt der jetzt hin? Nee, nee, halt, 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 mein Freund. Das ist nix. Das ist gar nix. Stopp. So haben wir nicht gewettet. Also da müssen wir auch gucken, dass wir hier definitiv mit einem anderen Traktor später arbeiten. Das wird nix. Denn, ja, das wird natürlich ein bisschen eng. So, mit dem Wendekreis, aber auch das wird sich bald ändern. So, jetzt kannst du wieder loslegen. Das ist schön. Jetzt bin ich beruhigt, mein Freund. So, wir fahren aber jetzt erstmal mit dem Kipper noch schnell zu unserem Mähdrescher hoch. Der ist gleich voll. Gucken, dass wir jetzt nicht gerade noch dem Grupper in die Arme laufen. Nee, das passt. Und wir sehen, er hat also jetzt hier die letzte Spur. Danach ist das Feld fertig abgeerntet. Wunderbar. Das heißt, wir können dann auch dementsprechend gleich das Ganze schon hoch zur Mühle bringen. So, noch schnell hier drunter fahren. Nicht, dass der jetzt hier 2 Minuten oder 2 Meter vor Schluss hier aufhört. Gut, der tankt ab. Das ist perfekt. Der Grupper arbeitet da hinten. Die Sämaschine ist auch unterwegs. Düngen müssen wir dann auch noch das Feld. Aber das können wir dann mit dem Grupper-Traktor machen. So, 8400 Liter haben wir jetzt noch hier in der Tasche. Das bringen wir auf alle Fälle gleich mal weg zu der Mühle. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollte das Geld doch dicke reichen. Dann können wir auch entsprechend den Frontlader schon mal runterbringen. Und dann kriegen wir auch ziemlich schnell wieder Geld rein. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hier gerade rumfahre. Natürlich wieder irgendwo, wo es kein Mensch braucht. Blöde ist, dass das Feld 11 da so abgewinkelt ist. Bin froh, wenn das mal unseres ist. Dann können wir da auch mal drüber fahren.
ne? Über fremde Felder fährt man nicht, das gehört sich einfach nicht. Ja, und jetzt stellt euch vor, wie in der letzten Folge schon mal angekündigt, wenn wir hier dann, wie gesagt, mit dem Traktor, hätte ich schon fast gesagt, jetzt mit dem LKW dann hier entlang fahren, haben wir natürlich ganz andere Voraussetzungen. Da sind wir viel, viel schneller unterwegs. Das macht dann auch viel mehr Spaß. Ich muss nur mal gerade aus dem Fenster gucken. Bei uns fängt es gerade fürchterlich an zu schütten. So, nochmal an der Schaffarm vorbei und da hinten ist schon unsere Abladestelle. In der Zeit wird ja fleißig gegrubbert und gesät. Da verlieren wir also keine Zeit mit. So, Elle, jetzt sind wir gleich da und dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt. Ich meine, die Fahrzeit wird vom Händler ein paar Minuten dauern. Ist ja zum Glück hier so geregelt auf der Westbridge Map, dass der Händler ziemlich zentral liegt und auch die Wege ziemlich direkt sind. Man muss also keine großen Schnörkel außen rum fahren. Das hat, finde ich ja bei Hagenstedt nicht so optimal. Da muss man ja immer irgendwo ein bisschen Umweg fahren. So, Leute, und wir haben es geschafft. Also wir können jetzt uns den Weidemann holen. Ich gucke jetzt aber nochmal, nicht, dass es dann heißt, hättest du mal vorher geguckt. Da gibt es noch einen Ursus, der kostet aber auch über 80.000. Also es gibt kein anderes Gerät in der Preisklasse. Nein, werden wir also hier den Weidemann kaufen und werden die Schaufel kaufen. Ja, werden wir auch kaufen, genau. So, und haben jetzt also hier unsere Kombination. Und wo wir gerade dabei sind, habe ich in der letzten Folge natürlich wieder vergessen. Wir sind jetzt bei Folge 20, kaufen also auch noch zwei Tiere. Ne? Versprochen ist versprochen. Das heißt, wir sind jetzt also bei 20 Kühen. Wer also nicht weiß, in welcher Folge er gerade ist, immer ab und zu mal, wenn ich hier unten anhabe, die Kuhstatistik reinschauen. Ah, 20 Kühe, passt. Wenn ich es dann nicht gerade vergesse zu kaufen. Okay, den Kollegen fahren wir wieder runter. Und ja, jetzt haben wir noch 13.000 übrig. Wie gesagt, um die 9.000 kriegen wir für den Kram. Es sind 27. Reicht also nicht, um noch hier einen Schlüter zu kaufen. Das werden wir dann noch ein bisschen verschieben. Aber ist jetzt erstmal auch kein Problem. Wir haben ja noch genug andere Arbeiten zu machen, bis es soweit ist. Gerste wird jetzt im Moment eingesät. Das läuft also auch einwandfrei. So, mal gucken, ob man das da hinten auf unserem Feld sieht. Ja, da ist noch in Arbeit. Man sieht aber jetzt nicht, wo gerade die Geräte fahren oder was schon gegrubbert oder gesät ist. Naja, aber die Texturreichweite ist schon gar nicht mal so schlecht. Klar, dass es nicht bis ins kleinste Detail läuft. Aber ja, wenn man dann so überlegt, so aus der Vogelperspektive sieht man, wo was rumsteht. Das ist doch schon mal richtig schick. So, wir bringen den Kipper weg und werden gleich hier die Düngespritze noch anklemmen. Bevor wir uns dann unserem Radlader widmen. Allerdings muss ich dann vorher noch gucken, dass wir hier nirgendwo noch im Weg stehen. Mit unseren Mähdreschern. Hoffe ich zumindest mal, dass das hier dann sauber klappt. So, das klappt jetzt hier nicht so sauber. Wollte den eigentlich nur da reinstellen, aber irgendwie wollte er das nicht so, wie ich das wollte. Gut, der steht jetzt schön mittig, präsig in die Mitte gestellt. Wunderbar. So, und jetzt versuche ich nochmal was. Ne, jetzt versuche ich erstmal nichts, das machen wir ein anderes Mal. Wollte nämlich so eine Seedüngekombi machen, aber die kostet jetzt mit der kleinen Seemaschine viel zu viel Geld. Das können wir ein anderes Mal machen. So, und wir werden erstmal ein bisschen spritzen jetzt hier. Also das Feld düngen, meinte ich. Nicht, dass da irgendwas Falsches schon wieder in euren Köpfen rumspukt. So, jetzt schauen wir. Der eine Mähdrescher steht da unten. Den müssen wir noch ein bisschen wegfahren. Der steht nämlich sonst etwas im Weg. Der andere steht da oben auch dick im Weg. Also das müssen wir nochmal schnell ändern. Da haben wir unseren Weidemann. Wunderbar. Um den kümmern wir uns aber gleich. Wie gesagt, erstmal hier jetzt Mähdrescher weg. Dass es da keine weiteren Schwierigkeiten gibt. Die kriegen wir gleich hier in die Scheune. Beziehungsweise in unseren Unterstand. Und ihr seht, die Helfer arbeiten mit den kleinen Geräten nicht so wirklich akkurat. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Beziehungsweise Verbesserungspotenzial. So, ich hoffe, der da oben ist noch nicht im Weg. Nee, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber Ordnung muss sein.
Und wo wir gerade bei Ordnung sind, werden wir das auch ganz raffiniert machen. Wie gesagt, nach Möglichkeit keine Fahrt sozusagen, ja, umsonst machen oder die Zeit optimal nutzen. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Landmaschinenhändler begeben, um dann dort die, ja, den Frontlader zu holen, genau eben lag es mir auf der Zunge, wollte aber nicht rausfallen aus den Lippen, dann werden wir den Kramer gleich mit hochnehmen und verkaufen, weil irgendwie habe ich jetzt ehrlich gesagt doch keinen Bock mehr darauf. Der steht nur da rum, kostet uns nur Geld und eigentlich können wir mit dem gar nichts anfangen. Ne? So, bis wir dann andere Geräte holen, haben wir auch einen anderen Traktor, dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. So, wir bringen jetzt hier den Kollegen auch noch da rein. So, wunderbar, das passt. Steigen hier einmal aus. Laufen hier einmal zu unserem Kramer und werden mit dem jetzt zum Landmaschinenhändler hochfahren. Die Feldbearbeitung geht ja weiter und gedüngt ist ja dann später schnell, das ist ja gar kein Problem. Der sieht so schön massiv aus, aber außer im reinen Ziehen kann der gar nichts machen, also mit Heben ist da nichts. Und deswegen haben wir dafür im Moment auch keine Verwendung. Und wie gesagt, den Farmall, den will ich ja durch das Let's Play durchziehen, den möchte ich behalten, der kommt später in den Kuhstall, was weiß ich, vor den Einstreuwagen. Oder er zieht vielleicht dann ein Wasserfass oder sonst irgendwas. Da müssen wir mal schauen. Aber der Kramer, nö, der geht jetzt in Rente. Und auf dem Rückweg werden wir uns dann gleich den Weidemann schnappen und werden damit schon mal runter zur BGA fahren. Mal gucken, das Silo müsste ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fertig sein. Das heißt, da können wir schon das erste Geld uns mal ansammeln. Ja, und dann müssen wir natürlich auch gut kalkulieren, was wir als nächstes machen. Also eine Überlegung wäre erstmal einen Schlüter zu holen, dass wir für die Sämaschine einen guten Traktor haben. Achso, halt, ich will den verkaufen. Dann sollte ich auf die Fläche fahren. Andere Überlegung ist, Gruber und Sämaschine noch zu optimieren. Denn da brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. So, wir verkaufen den und kriegen 10.800. 24.000 haben wir jetzt schon zusammen. Und das werden wir jetzt erstmal hier vom Kredit her abbezahlen, damit wir da wieder ein bisschen weiter runterkommen. Da müssen wir auch weniger Zinsen zahlen. Ist, glaube ich, so viel besser. So, den Kollegen. Oh, ein Knicklenker. Einer meiner Freunde. So, dem werden wir jetzt die Schaufel hier vorne ansetzen und werden mal runter zur BGA fahren. Ja, das ist toll. So, die haben wir jetzt dran. Das heißt, wir nehmen die erstmal ein bisschen hoch, schalten die Rundumleuchte ein, damit wir auch gesehen werden. Vorsicht, der Solaris kommt. Alle Mann in Deckung. So, und wir fahren aber jetzt mal hier hinten rum. Das ist nämlich der etwas kürzere Weg. So, schauen uns jetzt mal hier den Weg an. Das ist ganz schön wackelig, diese Steuerung. Denn wenn wir jetzt hier runterfahren, kommen wir direkt bei unseren Stellen raus und bei der BGA. Hab da übrigens noch einen tollen Tipp bekommen. Mal gucken, ob wir da zeitlich auch mal dazu kommen. Nämlich, wenn wir hier das Baseballfeld rechts vom Feld 13 auf der Minimap, wenn wir das abmähen als Mission, können wir, je nachdem wie schnell und gut wir sind, doch einen Haufen Geld verdienen. Das sind, glaube ich, über 20.000, 25.000 Euro, die da drin sind. Ich denke mal, dass die Fläche auch entsprechend groß ist. Aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt hier in Hagenstedt mähen mit 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Das können wir uns also auch, wie gesagt, nochmal in der Hinterhand behalten. So, und wir können, das ist das Tolle, von hier runter gucken und sehen, dass der Spiegel im Weg ist. Gucken wir mal über die Seite und ja, das Silo ist fertig. Das heißt, wir können da sogar schon die ersten 1-2 Schaufeln zum Test mal in die BGA füllen. Das heißt, unser Geld fängt jetzt gleich an, ein bisschen sich zu vermehren. Einmal bitte die Schranke auf. Dankeschön, mein Freund. Und natürlich wird auch hier unten dann der Gülletank dementsprechend beginnen, sich zu füllen. Also da können wir jetzt endlich anfangen, Geld zu verdienen. Gut, dass wir da vorher schon gemäht haben. Einige haben mich ja gefragt, warum mähst denn du? Was soll denn das? So, und die hat sogar 2000 Liter, die Schaufel. Das ist ja praktisch. Ich hatte irgendwas mit 1000 gerechnet. Aber 2000 ist gut. So, und jetzt schauen wir mal gleich. Wir haben 8.800 Euro. Was uns das bringt, ist natürlich, wie gesagt, jetzt ein bisschen Pillepalle-Arbeit, aber immerhin, ja, 1.600 Euro haben wir dadurch reingekriegt. Also, das wird hier eine gute Einnahmequelle werden. Zumal, wenn wir den größeren Radlader haben, das Ganze ja auch ein bisschen schneller dann vonstatten geht.
Im Moment ist das natürlich mit 2000 Liter ein bisschen Kleinarbeit, aber wir müssen ja auch schauen, dass wir erstmal hier das Geld zusammenkriegen. Ja, und hier machen wir in der nächsten Folge auch ein bisschen mit weiter, immer so zwischendurch, dass wir hier wieder unsere Finanzen aufstocken. Wie gesagt, ich möchte ja auch dann schauen, dass wir noch einen neuen Traktor für die Sämaschine kriegen. Ja, und ihr seht, das klappt richtig gut. Also, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Hier nehme ich jetzt mal schnell den Helfer raus, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Arbeit. Für heute zumindest. Das Düngen werden wir auch in der nächsten Folge übernehmen. So, und der Kollege hier, ja, der grubbert noch vor sich hin. Der hat auch noch ganz schön was vor sich. Also, da ist natürlich auch noch Verbesserungspotenzial im Bereich Gruber und Sämaschine. Da gucken wir, was uns die BGA an Geld bringt. Wir nehmen auch hier mal den Helfer raus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Servus und Tschüss.